So, nach dem Sportprogramm wollen wir natürlich auch unseren Puls wieder nach unten bringen und die Muskulatur dehnen. Deshalb gehen wir zuerst in den Ausfallschritt. Ihr stellt euch in den Ausfallschritt. Wichtig ist, dass die Ferse am Boden bleibt und wir dehnen die Wade. Die Arme könnt ihr in die Hüfte nehmen und wir halten die Position für circa 15 Sekunden. Und wieder locker, die Beine kurz ausschütteln. Wir wechseln zur anderen Seite. Rechtes Bein nach vorn, die Ferse wieder am Boden und wir dehnen die Wade, Hände in die Hüfte und 15 Sekunden halten. Und locker lassen, Beine ausschütteln. Als nächstes wollen wir den Oberschenkel dehnen. Dafür nehmt ihr das Bein nach vorne und zieht so weit nach hinten, wie ihr es schafft. Die Ferse zum Po, den anderen Arm könnt ihr nach oben nehmen und die Hüfte nach vorn. Wir halten die Spannung wieder für 15 Sekunden. Und langsam wieder lösen, Bein ausschütteln, die andere Seite. Bein wieder nach vorne, wir ziehen so weit es geht nach hinten, Ferse zum Po, der Arm nach oben und die Hüfte nach vorn. Spannung halten für 15 Sekunden. Und locker lassen, die Beine wieder ausschütteln. Als nächstes kommen wir zu den Armen. Wir nehmen den Arm zur Seite, drücken von unten gegen die Schulter. Der ausgestreckte Arm drückt dagegen und wir dehnen die Schulter. Spannung wieder halten für 15 Sekunden. Und locker lassen, Arme ausschütteln, die andere Seite. Wieder Arm zur Seite, die linke Hand drückt von unten gegen die Schulter und wir halten die Spannung für 15 Sekunden. Und locker lassen, die Schultern kurz ausschütteln. Dann nehmen wir den linken Arm nach oben, beugen den Ellenbogen und ziehen mit der anderen Hand nach hinten unten, halten die Spannung und dehnen den Trizeps. Und locker lassen, die Arme wechseln, rechter Arm nach oben, im Ellenbogen beugen und mit der linken Hand dagegen drücken, nach hinten unten ziehen und Spannung halten. Und locker lassen, die Arme ausschütteln. Für die nächste Übung stellen wir uns an eine Wand. Füße in den Ausfallschritt. Den Arm nehmen wir lang nach hinten und drücken die Schulter gegen die Wand, damit sich die Brustmuskulatur aufdehnt. Und die Position für 15 Sekunden wieder halten. Und locker lassen, wieder lösen. Wir drehen uns zur anderen Seite und nehmen den anderen Arm. Wieder gegen die Wand legen, Schulter gegen die Wand drücken, Brustmuskulatur aufdehnen und Spannung halten.
Hand locker lassen, die Arme ausschütteln und wir gehen wieder zur Matte. Wieder zurück auf der Matte wollen wir noch die Nackenmuskulatur dehnen. Dafür nehmen wir den Kopf zur Seite, dehnen die Nackenmuskulatur und halten die Spannung für 15 Sekunden. Und locker lassen. Die andere Seite, wieder Kopf zur Seite, Nackenmuskulatur dehnen. Und halten. Sehr schön. Dann zum Schluss wollen wir noch mal alles ausschütteln, komplett locker machen und dann habt ihr die Sporteinheit absolviert und wir hoffen, wir sehen euch beim nächsten Mal wieder.